Servus Bursche, wir sind heute wieder back. Heute Crossmaxi Revival Folge 2. Heute widmen wir sie einmal den ganzen Teilen wieder, dass die aufgewertet werden. Wir wollen die Schwingen wieder schön machen. Wir wollen entscheiden, welche Dämpfer hinten reinkommen. Ich habe da schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich zeige euch das, was schon alles da ist. Ich kann nicht immer alles mitfilmen, weil ich immer so, wenn kurz Zeit ist, einmal in meine Werkstatt gehe und ein bisschen filme. Ich drehe jetzt mal die Kamera und dann schauen wir uns das an. Ich wünsche euch wieder viel Spaß. Let's go! Ja, wir haben das letztens schon angeschaut, wir richten das Purple Legacy Gross Maxi, Purple Gross Maxi wieder her. Ich habe da die Dämpfer schon mal ein bisschen lackiert. Ich zeige euch, was für Alternative, was wir noch gehabt hätten. Und zwar war das die Alternative gewesen, das waren die Originalen, wie sie alle kennen, was eingebaut sind. Ich habe mich aber entschieden dafür, dass wir die YSS vom Buchshop nehmen, weil die besser dämpfen als wie die Mutzgeräte und um einiges leichter sind. Und deshalb wird da jetzt einmal auf den Style geschissen. Die waren zwar mega geil, aber wir nehmen da die funktionsfähigen, was auch eigentlich geil ausschaut. Ich würde sagen, ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. War eine ganz einfache Geschichte, habe einfach nur die Federn lackiert und die wieder zusammengebaut. Okay Leute, und die Schwinge ist einmal ausgebaut. Wie ihr seht, ziemlich angefuckt. Werden wir wieder ein bisschen ausschleifen, neu lackieren. Ist eh nur mit Spray aus dem Lack lackiert gewesen. Die Werbung werden wir auch weglassen diesmal. So schaut es da jetzt einmal aus. Und da werden wir auch ein kleines Experiment gleich jetzt auf der Stelle mal starten. Wir werden bei den Dämpfern probieren, wie das ausschaut, wenn ich es mit dem metallic-violetten Lack lackiere. Und sonst werden wir wieder die alten einbauen. Aber die dämpfen halt extrem gut, deshalb vielleicht ist es ein Experiment wert. So, und so habe ich das da jetzt einmal erfolgreich zerlegt. Ich habe leider nicht dabei mitgehabt. Aber ist egal. Ich probiere das jetzt einmal lackieren, dann vergleichen wir das Ganze und ihr sagt es mir nachher in die Kommentare, welche von den zwei Federbeine was wir nehmen sollen, gell? Okay, probieren wir es einmal. Let's go! Und ja, weiter geht's mit der Schwinge. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Und zwar glaube ich, dass das mega geil geworden ist. Ihr seht, dass da schon ein Mofa-Werk-Logo mit einlackiert, die Schwinge wieder schwarz gemacht, so wie es war. Ganz original, ganz schlicht, schwarz, wieder aufbessert, die ganzen Lackschäden, was waren. Es ist zwar nicht mega schön, aber es soll zumindest optisch wieder gut ausschauen. Und das werden wir da jetzt einmal draufbauen, das Gerät. At the weary day, I'm so tired. At the weary day. At the weary day, I'm so tired. At the weary day. Ja, die Schwingen habe ich einmal da reingebaut. Es schaut glaube ich nicht so schlecht aus. Das ist ein bisschen ein Versuch gewesen. Ist aber glaube ich auch nicht so schlecht. Die violetten Dämpfer. Es wird wieder vollständiger. Es geht bergauf, würde ich sagen. So, Burschen, die Felgen sind auch lackiert. Da haue ich jetzt einmal Luft rein. Und dann werden wir unsere Narben einbauen. Das ist die vordere. Habe ich aus der Blueprint-Felgen rausgenommen. Und da haben wir die hintere. Da werden wir jetzt noch die Lager neu machen. Die habe ich auch schon bestellt auf Buchshop. Und dann können wir das Moped einmal wieder hinstellen auf die Füße. At the weary day, I'm so ja, und wir haben heute die Rettung in Form von DAX, vom alten DAX, DAX im Papa gehabt. Ich habe leider die falschen Lager auf Buchshop bestellt und DAX ist schon wieder in Kanada, deshalb habe ich jetzt von ihm daheim die richtigen Lager geholt und die bauen wir jetzt da ein. Und dann können wir das Hinterrad auch schon mal einbauen in das Maxi, das heißt, wir sind bald soweit. Sehr gut, und ich glaube,
Das sollte dann so passen. So, dann haben wir wieder die neue schöne Folge. Die alte noch. Und das wird wieder gemeinsam verschraubt. Yes! Sind wir wieder ready halbwegs. So, der Hinterreifen ist wieder drinnen. Schaut nicht so schlecht aus. Und jetzt werden wir noch die Seile alle einfädeln da. Den Lenker fertig machen. Da haben wir noch Lenkerpolster, neue Griff. Und dann haben wir das Fahrgestell mal so weit fertig. Alles wieder wie neu. Yes! Sie ist einmal unten wieder von meinen Stöckern. So schaut das Gerät jetzt aus. Wir werden es gleich draußen nochmal anschauen im Freien, nochmal ein schönes Licht. Ja, nächstes Mal geht es weiter dann mit dem Motor schon. Alle wissen, es war immer Ersal 72er drinnen. Übergehend einmal kurz ein 70er DMP, aber Ersal 72 wird wieder mit dem 19er Delorto Vergaser einbaut. Zündung habe ich leider noch keine, muss ich noch schauen, was ich nehme, Seletra oder BVL. Und Kupplung habt ihr im letzten Video schon gesehen, wird die HK-Rennkupplung einbaut. Und ja, gut, das war es eigentlich noch von dem Video. Wir schauen uns jetzt noch kurz an, was wir heute gemacht haben. Im Großen und Ganzen ist es recht geil geworden und ja, let's go! Oh.